Ja, danke schön. Guten Morgen. Weiß ich nicht, ob man das noch sagt, um die Uhrzeit. Vielen Dank für euer Interesse an dem Vortrag. Es war klar, wenn es um Kernthemen geht, seid ihr alle da. Es geht um Feminismus. ja, genau. Es geht um Feminismus, geht um Überwachung und es geht um Macht, weil das ist ja das Thema der Open Mind. Und ich höre, also als Frau, die sich politisch engagiert, hauptsächlich im feministischen Bereich, höre ich tatsächlich immer wieder von unterschiedlichen Leuten, wieso interessieren sich Frauen eigentlich nicht für Überwachung? Warum ist das kein Thema für euch? Und ich kann da ehrlich gesagt nur ein bisschen erstaunt mit der Augenbraue zucken, weil natürlich ist das ein Thema für uns, aber auf andere Art und Weise, also wer auch immer uns ist, für mich, auf andere Art und Weise, als das derzeit so im Mainstream diskutiert wird. Deswegen fange ich an, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, welche Überwachungsnarrative wir derzeit so haben und wie wir derzeit über Überwachung reden, weil ich finde das sehr einseitig. Und zwar haben wir laut meinem Gefühl so zwei unterschiedliche Strategien. Es gibt auf der einen Seite sehr große, als übermächtig dargestellte Feindbilder, die irgendwie weit weg sind, Facebook, Google, Obama, die USA. Und dazu kommen dann so, ja, das ist ja ein bisschen zu nah. dazu kommt dann eine Rhetorik, die ich nicht unbedingt als meine beanspruchen möchte. Also da wird zum Beispiel ableistisch von Überwachungswahn gesprochen oder so antisemitische Geschichten wie die Datenkrake, wo irgendwie wenig Awareness auch für Kritik an solchen Narrativen, an solchen Bildern und an dieser Bildsprache ist. Das ist irgendwie was mich schon so abstößt. Und auf der anderen Seite, neben diesen übermächtigen Feindbildern, gibt es übermächtige Heldenverehrung. Und ja, da habe ich diesen Typ mit der Kuscheldecke rausgegriffen, Edward Snowden. Und ich habe das Gefühl, dass es ein ominöses Frühjahr gab, in dem es zum Beispiel noch eine Person wie Chelsea Manning gab, die auch ähnlich herausgestellt wurde von einer ominösen Überwachungsbewegung oder wie auch immer. Und ich habe das Gefühl, seitdem klar ist, dass es sich da um eine Frau handelt, es ist alles nicht mehr so interessant geworden als Ikone für die Bewegung. Jetzt ist halt der mit der Kuscheldecke übrig geblieben. Und ich habe halt das Gefühl, dass so anhand von so mächtigen Feindbildern und eben an übertriebener Heldenverehrung digitale Freiheit diskutiert wird. Und es ist eine digitale Freiheit, die nicht so richtig meine ist und die auch viele andere eher marginalisierte Gruppen nicht anspricht. Ja, ich habe irgendwie so Probleme mit so dieser Symbolik von Betten aufstellen und Asyl für einen weißen Mann, wo gleichzeitig auf so einer Demonstration wie der Freiheit statt Angst eher öffentlich gefordert wird, nee, wir wollen nicht über Asyl und Geflüchtete sprechen und das muss dann alles so ein bisschen selbstorganisierter einfließen. Und dass so ein Fokus auf eine bestimmte Art von Überwachung und eine bestimmte Art von Überwachungsopfer, wenn man das so sagen kann, gelegt wird. Genau, und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es Überwachung vor Snowden gab. Ist ja jetzt immer alles nach Snowden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es für viele überraschend ist, dass Überwachung nicht erst ein Thema ist, seit es Überwachungskameras an Bahnhöfen gibt. Und dass irgendwie der Spruch, wer nichts zu verbergen hat, braucht keine Angst vor Überwachung zu haben, den wir irgendwie alle blöd finden, eben nochmal besonders für Leute gefährlich ist oder so ein Geschmäckle hat, die eben eher marginalisiert sind. Ich habe hier auf der Folie ein paar Gruppen herausgegriffen, auf die ich ein bisschen eingehen möchte. Es sind natürlich noch viel mehr. So Geschichten wie, dass Hartz-IV-EmpfängerInnen überwacht werden im Sinne von Zahnbürsten werden gezählt oder sie müssen Drogentests machen, angeblich um die Eignung für gewisse Berufe zu testen, aber ich würde dem unterstellen, dass es da um was anderes geht, dass sie anmelden müssen, bevor sie die Stadt verlassen, je nachdem in welchem Bundesland leben. Dass es Zeitungen, wie ich glaube, es war der Tagesspiegel, gibt, die von homosexuellen PolitikerInnen überwachen, welchen Leuten die auf Twitter folgen oder von wem die gefolgt werden und darüber dann so eine Schamdebatte oder so eine Debatte starten eben darüber, ob Politiker das jetzt dürfen. Und das wird eben überwacht bei einer gewissen Gruppe von Menschen, wo es eben Angriffspunkte gibt. Und ich habe hier einen Tweet rausgesucht, der für mich so ein bisschen die Absurdität von dieser ganzen
Extremismus für Extremismusdebatte, so dieses wir reclaimen Extremismus als Begriff für uns, wo es gleichzeitig Menschen gibt, die von Rassismus betroffen sind, die als Extremisten oder Extremistinnen eingestuft werden, ohne irgendwas getan zu haben, die zum Beispiel eben Racial Profiling unterliegen und an Grenzen exklusiv kontrolliert werden. Und dass das so ein Punkt ist, wo nicht hingeschaut wird. Deswegen passt auch der Hashtag, den er verwendet hat. Und dass wir sowas wie die Residenzpflicht für Geflüchtete haben, die ja jetzt vielleicht irgendwie gelockert wird, aber wo eben überwacht wird, wie eine gewisse Gruppe von Menschen in ihrem Alltag ganz konkret eingeschränkt ist. Und ja, ich wollte den Fokus in dem Vortrag eben auf das Patriarchat, auf Unterdrückung von als Frauen gelesenen Personen legen, aber eben auch ansprechen, dass es andere marginalisierte Gruppen gibt, die genauso wenig von dieser Mainstream-Debatte mitgenommen werden. Genau, ich habe ein Zitat von Laurie Penny in ihrem Buch Cybersexism gefunden, was mich sehr angesprochen hat, nämlich, dass Frauen seit Jahrhunderten damit aufwachsen, beobachtet zu werden und man kann sagen, überwacht zu werden, von der Gesellschaft reglementiert zu werden aufgrund von Schlüssen, die eben aus Beobachtungen gezogen werden. Es gibt so diesen Anspruch, dass Frauen ihren eigenen Ruf oder den Ruf ihrer Familie oder Ehre oder was auch immer mitzudenken haben. Das ist irgendwie jahrhundertelanger weiblicher Alltag. Das heißt, wie ich mich nach außen verhalte, hat Auswirkungen auf Sanktionen, die ich bekomme oder Sanktionen, die Zweifelsfall meine Familie, mein Ehemann und so weiter bekommt. Und dass so Tugendhaftigkeit von Frauen ihren Wert bestimmt und dass das was ist, was vom Patriarchat, von uns allen als Gesellschaft überwacht und sanktioniert wird. Und ich habe mal ein paar Instrumente herausgestellt, die ich finde, die man als Überwachungs- und Machtinstrumente im Patriarchat bezeichnen kann. Also Street Harassment, Food Shaming, Body- oder Fat Shaming, Slut Shaming, die so als Instrumente dienen können, mit denen das öffentliche Auge sozusagen als frauengelesene Personen überwacht und sanktioniert. Und das versuche ich noch ein bisschen näher aufzuschlüsseln. Und fange eben an mit Street Harassment. Ich weiß nicht, ob alle den Begriff kennen. Street Harassment bedeutet quasi Belästigung auf der Straße oder im öffentlichen Raum im Allgemeinen. Das können sowas sein wie anzügliche Blicke, Nachpfeifen, Hupen aus dem Auto, Kussgeräusche, explizit sexuell gewertete Kommentare, aber auch Kommentare anderer Art, vulgäre Gesten, aber auch Stalking, öffentliche Selbstbefriedigung, Berührungen, Körperverletzungen und so weiter. Das kann man alles so ganz grob unter Street Harassment zusammenfassen. Und das schränkt eben Frauen darin ein, sich in der Öffentlichkeit genauso entspannt und gefahrlos zu bewegen wie Männer. Wenn wir Zahlen von sexueller Belästigung anschauen, 58% aller Frauen sind betroffen, viele davon im öffentlichen Raum. Ich habe keine Zahl gefunden, die das aufschlüsselt explizit, aber so die Tatorte Familie, Arbeitsplatz und öffentlicher Raum sind da ganz stark dabei. Genau, dann habe ich noch ein paar Zahlen gefunden auf der Seite stopstreetharassment.org. Die haben ein paar Leute gefragt, Frauen befragt, wie es mit Street Harassment aussieht. Dass 50% der Frauen die Straßenseite wechseln, wenn sie Männergruppen begegnen. Dass 40% von Frauen allgemein ungern auf die Straße gehen, weil sie eben wissen, dass sie in ihren Handlungen beobachtet werden und reglementiert werden durch eben Sprüche und so weiter, alles, was ich aufgezählt habe. Und dass das natürlich vielfach noch vermischt wird mit anderen Diskriminierungsformen, sprich andere Hautfarbe, andere sexuelle Identität, Kleidung und so weiter. Und genau, wichtig zu betonen, Street Harassment ist keine Anmache, sondern eine Art der Machtausübung, weil ich glaube nicht, dass eine Frau je mit dem Typen, der aus dem Auto ihr Kommentare über die Brüste zugerufen hat, irgendwas angefangen hat. Deswegen handelt es sich nicht um Anmachen oder um Flirts oder um Anbahnung von Beziehungen, sondern es ist eher so die männliche Anspruchshaltung nach Aufmerksamkeit und nach, die läuft da vorbei, ich finde die gut, ich muss der das jetzt gerade sagen, ob die das hören will oder nicht. Und das ist eben eine Art von Kontrolle, die ausgeübt wird. Street Harassment ist ein ganz klassisches Instrument, um Frauen auf ihren Platz in der Gesellschaft zurückzuweisen. Es hat so ein bisschen was von Frauen gehen über die Straße und sind halt Spielzeug, was man eben bezeichnen kann oder wo man sich irgendwie zu verhält, unabhängig davon, ob da ein Einverständnis herrscht oder eben nicht. So ein bisschen öffentliches Gut.
Genau, das Zweite, wo ich mich ein bisschen mit auseinandergesetzt habe, ist Food-Shaming oder Body- und Fat-Shaming. Das sind so Sachen, die ineinander übergehen. Public Food-Shaming bezeichnet das öffentliche Beschämen von Menschen, während sie essen oder über ihr Essverhalten. Und Fat-Shaming meint eben die Diskriminierung von Menschen, die Schönheitsnormen nicht entsprechen. Body-Shaming, das kann man so ein bisschen ineinander übergehend oder wie auch immer synonym verwenden. So ist das Wort. Besonders häufig treffen diese Diskriminierungsformen auch wieder Frauen, weil sie einfach stärker Schönheitsnormen unterliegen und weil Sexismus da eben auch ganz stark mit reinspielt. Das bedeutet zum Beispiel, dass Menschen, die von Food- oder Fatshaming betroffen sind, auf der Straße, das sind keine Dinge, die ich mir ausgedacht habe, von fremden Menschen angesprochen werden. Willst du das jetzt wirklich essen? Oder beobachtet werden einfach nur beim Essen und eben auch Kommentare bekommen, zur Seite genommen werden und mit Diättipps versorgt werden und ungefragt und so weiter. Also so diese Anspruchshaltung, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat, den Körper oder das Essverhalten von besonders Frauen zu beurteilen, zu bewerten und sich da eben auch einzumischen. Um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich dieses Beispiel rausgesucht. Das ist eine Facebook-Gruppe, die ich glaube, ja, 32.000 Mitglieder hat. Es gibt auch einen Tumblr dazu. Da werden Frauen in der U-Bahn fotografiert, die in der U-Bahn essen. Das trifft alle Körperformen von Frauen, also dünnere Frauen, dickere Frauen, aber die werden einfach von Fremden fotografiert. Das wird da hochgeladen und da wird sich dann eben darüber unterhalten mit einer sehr komischen Anspruchshaltung von ein Recht darauf haben, diese Frauen zu reglementieren. Und was ich darunter abgebildet habe, ist ein Screenshot aus einem Video von Gegenaktionen, wo Frauen sich organisieren und Picknicks in U-Bahnen machen und eben quasi gemeinsam so Essen ausrichten und um so dieser komischen neuen Mode hinterher was entgegensetzen zu können. Und da zeigt sich eben, wie zum Beispiel auch das Internet eben benutzt wird, um Frauen öffentlich bloßzustellen und zu überwachen. Ein ähnliches Beispiel ist das Thema Schwangerschaften, die auch immer wieder ein Anlass für Body- oder Food-Shaming sind. Wir alle kennen so Bilder aus der Klatschpresse, wo irgendwie prominente Frauen abgebildet sind nach der Schwangerschaft, ob sie jetzt schon wieder schlank genug ist und ob sie das denn wirklich noch essen sollte, wo sie doch gerade erst irgendwie schwanger gewesen ist. Und all die Kommentare, die es dazu gibt, die treffen eben halt nicht nur prominente Frauen. Es gab diesen Hashtag, als ich schwanger war, vor ein paar Monaten auf Twitter, der ausgelöst war von einem Zeitungsartikel zu dem Thema, wo ganz viele Frauen Kommentare weitergegeben haben, die über sie gemacht wurden, als sie schwanger waren. Und ganz oft hat das tatsächlich Essverhalten, Gewichtszunahme oder Gewichtsabnahme oder irgendwas, was damit zu tun hat, getroffen. Mich hier mal exemplarisch was herausgegriffen. Und das sind Kommentare, die teilweise zum Beispiel von ÄrztInnen kommen, aber auch von Familienmitgliedern oder fremden Leuten auf der Straße. So dieses übergriffige Verhalten, was Schwangere erleben, muss man nur mal Leute fragen, die schon mal schwanger waren. Da gibt es ganz viele Geschichten. Auch die Frage zum Beispiel, ob jetzt Schwangere rauchen dürfen oder Alkohol trinken dürfen, da gibt es irgendwie Diskussionen drüber, aber es sind keine Entscheidungen, die die schwangere Person trifft oder die sie trifft in Absprache mit der Gynäkologin zum Beispiel, sondern das sind Dinge, die auch von außen reglementiert werden. Also du kannst nicht selbst entscheiden, was du möchtest, sondern von außen wird gesagt, ach, du bist schwanger, dann kriegst du einen O-Saft gereicht oder was auch immer. Und das ist keine Frage, die an die Person gerichtet wird, sondern das wird von außen sanktioniert und beobachtet. Ein anderes Beispiel ist, dass, ich glaube, es war Microsoft und zwei britische Unis gerade dabei sind, einen Diät-BH zu entwickeln. Der kann Herz- und Hautfrequenzen messen und der gibt irgendwelche Signale ab, wenn es zu sogenannter stressbedingter Überernährung kommt. Das klingt alles sehr nach Gesundheit. Das geht aber von dieser Annahme aus, dass Gesundheit was mit Schlankheit zu tun hat. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als die technische Überwachung von als weiblich gelesenen Körpern, was Essverhalten angeht. Weil du signalisiert bekommst, wann du jetzt was essen darfst und wann du nur aus Stress isst. Und das darf man ja nicht. Frau. Und das geht eben alles von der Annahme aus, dass es irgendwie so ein Wunschdenken von jeder Frau sein muss, irgendwie schlank zu sein und darauf zu achten. Und daraus kommt so diese Anspruchshaltung, dass auch andere Leute das Recht haben, sich da einzumischen. Das
nächste Thema ist Slut-Shaming. Ja, ich finde, das Bild sagt eigentlich auch schon alles aus. Es gibt kein Wort Schlampe, was auf Männer zutrifft. Man kann das natürlich für Männer und Frauen benutzen, ist aber so nicht gedacht. Und Slut-Shaming meint eben die Diskriminierung von meistens Frauen aufgrund ihres Verhaltens, das muss kein sexuelles Verhalten sein, oder aufgrund ihrer Kleidung. Das zeigt sich ganz stark derzeit in der Diskussion über Nackt-Selfies oder über Sexting und so Diskussionen vielfach über Jugendliche und junge Frauen. Es gab einen Artikel in der Zeit, ich glaube im Juli war das, da ging es um eine Schülerin, die Nacktbilder von sich aufgenommen hat, ihrem Freund geschickt hat und der hat halt irgendwann aus gekränkter Eitelkeit die veröffentlicht und das Mädchen wurde in der Schule gemobbt und wurde dazu interviewt. Es gab so einen ganz langen Leitartikel dazu und ich habe daraus ein Zitat rausgenommen. Es fällt auf, dass es in all den Gesprächen meist um Laura geht, also das ist das Mädchen mit den Bildern, selten um den Jungen, der sie aufforderte, das Video zu schicken, oder um Leo, der es verbreitete. Die Moral eines Mädchens scheint noch immer anders bewertet zu werden als die eines Jungen. Also es wird nicht verurteilt, dass der Junge zu seiner Freundin gesagt hat, er hätte gerne diese Bilder. Es wird nicht der Konsum von Nacktbildern verurteilt, sondern es wird die Produktion von Nacktbildern verurteilt. Das zeigt sich auch ganz stark jetzt wieder in diesem Hollywood-Hack, wo prominente Frauen, wo die Computer gehackt wurden und die privaten Bilder von denen in die Öffentlichkeit gestellt wurde. Da wird verurteilt, dass diese Frauen solche Bilder von sich haben, was jeder Person zusteht, was ich für Bilder von mir mache und wem ich die zugänglich mache, ist meine Entscheidung. Es wird nicht gesagt, dass diese JournalistInnen in die Privatsphäre eingreifen, die das veröffentlichen, oder gar die HackerInnen, die auf die Computer zugegriffen haben, dass das eine Überwachung von der Öffentlichkeit ist, weil Menschen glauben, sie haben ein Recht darauf, dass es eine prominente Person und wenn die sowas moralisch Verwerfliches macht, dass man das in die Öffentlichkeit stellen darf. Nee, was verurteilt wird, ist das Verhalten der Frauen, dass sie Bilder von sich machen. Und das wird eben das Ausleben von weiblicher Sexualität verurteilt. Und irgendwie ist auch klar, dass das nicht verurteilt wird, dass diese Bilder veröffentlicht werden, weil die Leute, die Bilder veröffentlichen, sind ja unter anderem auch diejenigen, die gleichzeitig von ihren Freundinnen gleichzeitig solche Fotos weitergeschickt bekommen möchten. Da zeigt sich ja nun auch nochmal die Doppelmoral. Und das Zitat von Lori Penny, was ich da dazu habe, hat mich, fand ich sehr passend zu dem Diskurs, weil es geht eben darum, dass ein Nacktbild quasi so ein Druckmittel ist, um Menschen zu erpressen, um Macht über sie zu haben und dass Macht immer auch was mit Männlichkeit zu tun hat, zeigt sich hier eben wieder dieses Machtgefälle zwischen Männern und Frauen, dass es eine Überwachung gibt, die von der patriarchalen Gesellschaft auf Frauen ausgeübt wird. Was Überwachung im Zusammenhang mit Slut-Shaming auch im weitesten Sinne noch trifft, ist zum Beispiel der Zugang zu Verhütungsmitteln oder zu Notfallverhütungsmitteln, dass du dich eben ärztlich überwachen lassen musst. Du musst dir Fragen stellen lassen zu deinem Sexualleben, bevor du Zugang zu verschreibungspflichtigen Verhütungsmitteln bekommst. Das Problem hast du halt nur, wenn du einen Uterus hast. Ansonsten kannst du halt in die Drogerie gehen und Kondome kaufen. Das wird nicht überwacht oder sonst irgendwie reglementiert. Da gibt es keine begrenzte Anzahl, sondern das ist eben zugänglich. Natürlich ist das für alle, auch für Frauen zugänglich, aber es nützt halt nur Frauen was, die Sex mit Männern haben wollen. Das Gleiche trifft natürlich dann auch das Thema Abtreibungen. Besonders in den USA ist es üblich, dass sogenannte LebensschützerInnen in ganz großen Anführungszeichen Abtreibungskliniken belagern, mit Plakaten, mit Sprüchen da Demonstrationen machen und die Frauen, die da reingehen, um sich beraten zu lassen oder eine Abtreibung zu machen, beschämen und in die Öffentlichkeit stellen, weil sie das Verhalten dieser Frauen verurteilen. Das Gleiche trifft zum Beispiel auch Sexarbeiterinnen, die einer neuen Meldepflicht unterlegen sollen. Das ist gerade im Gespräch, da ein neues Gesetz zu machen, was quasi ermöglichen würde, ein Reiseprofil dieser Frauen, also hauptsächlich Frauen, ne? Es gibt ja auch Männer, die Sexarbeit machen, ein Reiseprofil dieser Personen herzustellen, weil das eine moralische Überwachung aus der Gesellschaft, aus dem Staat heraus darstellt. Ja, wie geht's denn eigentlich weiter? Genau, ja, Überwachung
dient zum Machterhalt oder ist Machterhalt, ich habe das eben ein bisschen so als patriarchale Überwachung bezeichnet. Die Einhaltung von Geschlechternormen wird von der gesamten Gesellschaft im Auge behalten, trifft aber eben das oder die benachteiligten Geschlechter in der Gesellschaft. Teilweise greift auch der Staat überwachend ein, also wenn es zum Beispiel um sowas wie Medikamente geht. Schande und Scham dienen als soziale Sanktionen, um eventuelle Abweichungen von Normverhalten, Normaussehen zu sanktionieren. Genau. Weitere Sanktionen sind eben ja soziale Ausschlüsse, aber auch Gefahren für Leib und Seele. Also wenn es zum Beispiel um Homosexuelle geht, die ja dann auf der Straße beobachtet werden, eventuell zusammengeschlagen werden und so weiter, ist genauso eine Überwachung, die durch das Patriarchat stattfindet, weil da trifft es eben Geschlechternormen. Dann habe ich noch so ein kleines Sonderthema, das ich mal ganz wagemutig Überwachung als Symptom gekränkter Männlichkeit bezeichnet habe. Nicht alle Überwachung ist ein Symptom gekränkter Männlichkeit, aber es gibt so Fälle, wo das ein bisschen zusammentrifft. Zum Beispiel das Thema Online-Gewalt, über das ich gestern schon gesprochen habe, dass Frauen, die politisch aktiv sind, gerne feministisch aktiv sind, im Internet ganz stark Gewalt ausgesetzt sind und teilweise sehr überwachender Gewalt ausgesetzt sind. Es geht nicht nur darum, dass da Frauen beleidigt oder bedroht werden, sondern auch, dass ganz normale Tweets oder Blog-Einträge oder was auch immer gelesen werden und einfach nur kommentiert werden, so dieses an welchem Ort man sich befindet, auch gerne, was man denn gerade isst, zum Beispiel, also so einfach darüber zu schreiben, ich treffe mich jetzt zum Kuchenessen mit XY. Solche Dinge werden auch dann über das Thema, was wir eben hatten, kommentiert und es hat da so viel so mit Abwehrhaltung zu tun. Und dieses Bild von der Schere im Kopf, was in meinen Augen im Überwachungsdiskurs sehr gerne herangezogen wird, ist genau das, was in dem Punkt passiert, wenn du halt überlegst, ich kann nicht mehr über ganz normale Sachen schreiben. Das trifft dich in den Fällen, von denen ich hier spreche, einfach radikaler und direkter, als wenn ich weiß, die NSA liest meine E-Mails mit. Das ist eben genauso scheiße, darauf will ich ja gar nicht hinaus, sondern es gibt eben was, was noch so ein bisschen davor geschaltet ist, was es schon länger gibt und was irgendwie direktere Konsequenzen auf mein Leben hat, nämlich eine Selbstzensur. Ein bisschen habe ich auch das Gefühl, so dass das Problem mit dem Internet ist auch, dass eben zum Internet alle Geschlechter theoretisch Zugang haben könnten. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel Fehlverhalten von Männern, also oder nicht Fehlverhalten von Männern, sondern Fehlverhalten von der patriarchalen Gesellschaft, sowas wie sexistische Werbung zum Beispiel, kommentiert wird übers Internet. Und das ist auch so ein bisschen eine Art von Beobachtung eben aus einer anderen Richtung, dass Feministinnen jetzt die Möglichkeit haben, systematisch zum Beispiel Werbung zu beobachten oder systematisch zu gucken, was Jauch irgendwie am Wochenende für sexistische Kackscheiße von sich gibt, das auch zu veröffentlichen und da zu diskutieren und dass das auch so ganz starke Abwehrhaltungen auslöst, weil es Männer auch nicht so gewohnt sind, so sanktioniert zu werden für ihr Verhalten, weil das Internet uns eben auch allen ermöglicht, stärker Einblick in andere Lebenswirklichkeiten zu bekommen. Das andere, was so ein bisschen in die Ecke gehört, ist das Thema Stalking, was vielfach Frauen trifft, die sich in Beziehungen befinden bzw. befanden. Also Stalking durch Ex-PartnerInnen ist ein ganz großes Problem, was wahrscheinlich was mit gekränkter Männlichkeit zu tun hat, wenn du verlassen wurdest. 9 Millionen Frauen in Europa werden gestalkt und das eben vielfach von ihren Ex-Partnern. Es gibt ein neues Buch über Stalking, was jetzt gerade diese Woche rausgekommen ist und die Autorin hat ein Interview gegeben, aus dem ich ganz kurz zitieren möchte. Da ist jemand, der schaut sich den ganzen Tag an, was ich mache. Das tut er nicht nur für sich, sondern ihm ist wichtig zu wissen, dass ich weiß, dass er mich immer beobachtet. Also Überwachung, die zum Beispiel auch bei Stalking angeht, mittlerweile immer stärker übers Netz stattfindet. Das ist eben das Gleiche wie die Online-Gewalt, die mich durch fremde Hater aus diesem komischen Internet trifft, trifft eben auch Frauen, die von Menschen gestalkt werden, die sie persönlich kennen. Das ist so der gleiche Mechanismus, der eben Kontrolle ausübt. Ich glaube, ich komme zum Fazit. Ja. Was ich eigentlich sagen möchte ist, für Frauen, Homosexuelle, Rassismusbetroffene und andere Gruppen ist gesellschaftliche und staatliche Überwachung immer schon da und
in meinen Augen leider nicht Teil der öffentlichen Debatte. Wenn wir uns anschauen, wie der politische Mainstream, wer auch immer das sein mag, Überwachung verhandelt, bekommt man den Eindruck, Überwachung ist so ein Thema des 21. Jahrhunderts, ist was ganz Neues, aber das stimmt halt so nicht. Und ich finde, es ist irgendwie nicht okay, um nicht zu sagen, es kann doch nicht sein, dass Überwachung erst ein relevantes Thema wird, wenn sozusagen die nächste Eskalationsstufe erreicht ist, also wenn die Überwachung deutlich wird durch zum Beispiel Überwachungskameras, die eben sichtbar sind, und dass es erst ein Thema wird, wenn der WHM, der weiße heterosexuelle Cis-Mann aus der Mittelschicht betroffen ist, weil das ist gerade jetzt der Fall und Überwachung gab es halt schon vor Snowden und das ist nicht Teil der öffentlichen Debatte und ich habe das Gefühl, da gehen Ressourcen verloren, auch Ressourcen an Wissen über, wie gehe ich um mit Überwachung oder wie ist das Teil des Lebens, was ist da die Perspektive. Die ist eigentlich schon viel länger da und die wird zum Beispiel in Gruppen, die sich mit Überwachung beschäftigen, sehr stark rausgegrenzt. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es wichtig ist, wer sich mit Überwachung auseinandersetzt, sich mit Diskriminierung auseinanderzusetzen. Und dass es wichtig ist, dass Organisationen, die was gegen staatliche Überwachung tun wollen, aware sind für queerfeministische, antirassistische und so weiter Perspektiven, die schon da sind, die sich mit dem Thema auch schon länger beschäftigen und dass es nicht gut sein kann, wenn solche Organisationen nicht divers aufgestellt sind, sondern da gerade auch aktiv dagegen wirken, das als Einzelfälle oder als so Nischenthemen rauszudrängen, weil eigentlich sind das die Punkte, an denen es, glaube ich, auch leichter ist, eher unbeteiligtere Menschen oder eher unpolitischere Menschen zu überzeugen davon, dass es ein wichtiges Thema ist, weil da viele Perspektiven sind, die so alltäglich sind und die leichter nachzuvollziehen sind, als zu sagen, da ist so eine große Organisation, die ist irgendwo weit weg und die sagt, was da passieren soll. Deswegen finde ich, die Überwachungsdebatte muss intersektionaler stattfinden. Und ja, das war eigentlich, glaube ich, der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ja, Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Jasna. Ich bin mir sicher, es gibt Fragen, Anmerkungen, sonst irgendwas? Danke. Nein? Niemand? Also erstmal auch in den Stream nochmal danke dafür. Das ist, glaube ich, ein Realitätsabgleich, den wir alle regelmäßig brauchen. Ich stimme dir auch zu, was deinen Punkt angeht. Also gerade die Aussage, dass Überwachung so aufzuhängen, wie du das jetzt gerade getan hast, wesentlich ansprechender für auch breitere Bevölkerungsschichten ist. Gibt es denn schon Kampagnenbeispiele dazu, die du jetzt also auch, klar, ich meine, es gibt Gruppen, die sich mit dem Thema schon lange beschäftigen, insbesondere in der Antira-Szene. Aber gibt es denn so aktuelle Kampagnenbeispiele, an die man sich mal orientieren könnte? Gibt es einzelne Menschen, die das versuchen, eben das Thema auf die Art und Weise aufzuhängen, in die Öffentlichkeit zu bringen? Also es gibt Leute, die sich so mit diesen Teilbereichen, mit diesen Überwachungsmechanismen auseinandersetzen. Also es gibt Organisationen, die sich mit Street Harassment beschäftigen. Aber das so aktiv als Überwachung zu labeln, habe ich das Gefühl, ist noch nicht so richtig in Kampagnen umgesetzt worden. Also ich meine, es gab zum Beispiel jetzt bei der FSA-Demo den Hurenblock, wo halt Sexarbeiterinnen ganz klar gesagt haben, wir wollen da auf jeden Fall mitgehen, weil unser Thema hat was mit Überwachung zu tun und wir bilden da unsere eigene Gruppe. Das könnte man ja dann im weitesten Sinne da so mit einschließen. Aber mir ist, glaube ich, sonst nicht so richtig was bekannt. Es gibt natürlich zum Beispiel in feministischen Diskursen irgendwie, dass der Diskurs stattfindet, aber so Kampagnen, da braucht man Geld für. Das gibt es halt nicht für diese Gruppen. Eine andere Frage, und zwar, was kann ich als Mann, der ja
also im Bereich Street Harassment, was kann ich tun, um Frauen den Eindruck zu geben, dass das nicht passiert? Also was ist die Seite, die ich tun kann, damit sich Frauen nicht mehr in diese Unterdrückungsmechanismen eingeführt fühlen? Gibt es da eine Möglichkeit, die ich haben kann, außer meine Fresse zu halten und es nicht zu tun? Also das ist ja klar, aber der Rest... Naja, man kann ja sehr aktiv die Fresse halten, indem man sich hinsetzt. Also, naja, du kannst es andere Typen davon überzeugen, auch die Fresse zu halten. Das würde ich jetzt als aktives Fressehalten bezeichnen. Also so dieses, wenn du, ich kenne das aus meinen persönlichen Erfahrungen auch, wenn du, ich war auch schon im Auto mit Typen unterwegs, die andere Frauen auf der Straße irgendwie so doof angemacht haben und ich saß als einzige Frau in diesem Auto und habe gedacht, ja, großartig, wenn ich das jetzt wäre. So, ich kann mich in diese Rolle hineinversetzen, aber ich kann nicht diejenige sein, die die Typen, die das gerade machen, davon überzeugen, dass das scheiße ist, weil die wollen das von mir nicht hören, weil ich verstehe keinen Spaß und ich bin empfindlich und der ganze Kram, der da so einsetzt. Ich glaube, umso, ja, genau das und ja, keine Ahnung. Also ich glaube, dass so dieses Abtun von Sachen als Witz und lustig und diese Verharmlosung, das können nicht die Personen, die aktiv darunter leiden, deutlich machen, dass das schlimm und wichtig ist, sondern das müssen die tun, die es verstanden haben, die auf der anderen Seite sozusagen stehen. Das heißt, deine Aufgabe ist, deine Kumpels zu schulen. Und ansonsten nicht beleidigt zu sein, wenn ich sowas wie die Zahlen mit wie viele Frauen die Straßenseite wechseln, wenn sie Typen begegnen. Da kommt dann ganz viel Mimimi auch schon mal dieses, ja, aber warum hat die denn Angst vor mir und ich habe doch gar nichts getan und so. Einfach mal versuchen, sich in die Perspektive rein zu versetzen und vielleicht selber aktiv die Straßenseite zu wechseln zum Beispiel. Dieses deutlich machen, ich bin keine Bedrohung für dich, ohne da jetzt hinzugehen und die dann auch noch anzuquatschen und zu sagen, übrigens, du musst gar keine Angst vor mir zu haben. Das geht natürlich auch nicht. Das wäre total absurd. Aber so dieses ein bisschen versuchen, sich in die andere Perspektive rein zu versetzen und den Schritt, den sie machen muss, vorauszunehmen, wenn das irgendwie möglich ist. Weiß nicht gar nicht mehr, ob das deine Frage war. So, hast du es kurz angesprochen. Mir kommt dann immer ein schönes Beispiel in den Sinn. Es gab vor ein paar Jahren mal auch so im Blogs eine Diskussion darüber, darf man denn über sexistische Witze irgendwie lachen, wenn man irgendwie weiß, dass die gar nicht so gemeint sind und dass die Person so, und wir wissen, glaube ich, alle, die wir hier sitzen, dass man das nicht tun sollte. Und das ist ja auch aktives Fressehalten. Und man halt klar macht, das ist nicht witzig, ja, und auch nach außen hin aktiv den Eindruck hinterlassen möchte, dass es nicht witzig ist, damit nicht unbeteiligte Bystanders denken, es wäre okay, solche Zoten zu reißen. Ja. Das ist mal so ein schönes Bild, was ich im Kopf habe. Ja, weil Sexismus hat eben nichts mit der Intention zu tun, sondern mit dem Ergebnis. Und ich meine, wenn ich in ein Messer falle, verletze ich mich trotzdem, auch wenn das von niemandem beabsichtigt war. Und das ist halt genau das Gleiche. Auch erstmal nochmal danke. Jetzt haben wir viel von aktiv die Fresse halten geredet, aber auf der anderen Seite natürlich eben auch der verstärkte Wunsch, eben halt nicht die Fresse zu halten, sondern aktiv die Fresse aufmachen und zu sagen so, Alter oder Alte, pass mal auf, ist ungeil, weil ist nicht lustig. Und nach Möglichkeit das auch zu erklären und zu insistieren. Und dass man eben klar macht, dass das nichts mit Spaßverderben zu tun hat. Also was ich auch noch wichtig finde, gerade dann sozusagen von Männerseite aus, ist auch so ein bisschen eine eigene Sensibilisierung darüber, was kann überhaupt so eine Form von, egal ob es Street Harassment oder auch in anderen Bereichen, überhaupt sein. Also das muss ja nicht immer das Hupen sein oder das irgendwie offensiv anmachen, sondern das sind ja auch oft so kleine Dinge. Es ging letzte Woche, glaube ich, ein Blogpost rum, wo es darum ging, dass zum Beispiel Männer sehr oft das Gespräch an sich reißen und Frauen ausgrenzen. Du weißt, wer ich nicht meine? Okay, also da ging letzte Woche groß einer durch Twitter und das ist vielen
glaube ich, gar nicht bewusst, dass oft solche Kleinigkeiten das sind, dass man zum Beispiel irgendwie so, dass das Gespräch an die Männer reißt und Fraueneinwürfe dann total ignoriert werden, egal was du sagst, und einfach dieses Bewusstsein dafür schärfen, dass auch das eine Form der Unterdrückung ist. Das würde ich mir von vielen Männern wünschen, dass sie es sich für sensibilisieren, das bemerken und auch ansprechen. Das muss man nicht offensiv direkt machen, aber das kann man auch mal danach machen. So, ey, merkst du es eigentlich? War nicht so cool. Also das muss nicht immer auch dann diese harsche Kritik sein. Ich wollte zu dem Ding mit den Kampagnen und so noch sagen, was natürlich auch ein Anliegen wäre, definitiv, ist eben auch aktiv Gruppen diverser zu gestalten, die sich zum Beispiel mit politischen Kampagnen beschäftigen und eben nicht aktiv, wie es vielfach in meinem Eindruck passiert, Gruppen in den Schatten zu drängen und zu sagen, so ja, das behandeln wir dann später, wir gucken erstmal so, und so vielleicht auch ein bisschen sich zu überlegen, ob man diese großen Schwarz-Weiß-Narrative so haben möchte, weil die eben auch vielfach so alles, was so dazwischen hängt, unsichtbar machen, und dass man da auch. Also ich habe nicht umsonst angefangen mit der Kritik an Heldenverehrung. Ich finde das wichtig. Und da mehr so andere Punkte zu beleuchten oder zu beleuchten, dass es mehr Leute betrifft. Und da irgendwie, wenn man da die Macht zu hat, da gibt es ja Leute, die in privilegierteren Positionen sind, da Stellen zu vergeben, Ideen anzubringen oder Leute aktiv auszugrenzen oder eben einzubeziehen, das dann auch zu tun. Zu der Frage bei Belästigungen, dass männlich sozialisierte Menschen ihren Kumpels da Hinweise geben und das nicht gut kommt, wenn Frauen das tun, finde ich total wichtig und richtig. Wie ist es denn in so Fällen wie Fatshaming und Foodshaming, wo ja sowohl männlich wie auch weiblich sozialisierte Personen sich dieses Recht rausnehmen, andere, also Frauen darauf hinzuweisen, dass sie sich da jetzt irgendwie völlig unangebracht verhalten? Würdest du sagen, dass da die Argumentation unterschiedlich ist? Oder denn die Solidarität ist ja da überhaupt nicht da, könnte aber eingefordert werden, ist aber schwierig, wenn ich jetzt die Person bin, die da gerade kritisiert und angegangen wird. Aber wie könnten denn eben Umstehende, ob nun männlich oder weiblich sozialisiert, sich da verhalten? Also gibt es da einen Unterschied oder ist da die Argumentationslinie eigentlich eine ähnliche? Wie würdest du das sehen? Naja, da verläuft die Machtgefälle-Ebene an einer anderen Stelle als beim Geschlecht. Da läuft es dann eben wieder bei den Leuten, die von Schönheitsidealen anders getroffen werden oder die zum Beispiel von Fatshaming einfach nicht betroffen sind. Das ist dann in dem Punkt die privilegiertere Gruppe, die dann da einschreiten kann und da irgendwie was gegen tun kann. Und allgemein kann man sich natürlich auch die Frage stellen, müssen wir uns eigentlich ständig über das Essverhalten von anderen Leuten unterhalten oder auch von uns selbst? So diese sich an den Tisch setzen und Leute führen Diätgespräche, wo ich mir denke, so, ja, da muss man sich dann halt auch über nichts mehr wundern. Das wäre so ein Thema, was man mal aktiv ausgrenzen könnte aus dem Sprachgebrauch. Aber da ist es natürlich genau wie bei antirassistischer Arbeit auch einfach sinnvoll, da auch Leute zu haben, die davon gerade nicht betroffen sind, die Power dazu haben, was zu sagen. Und klar, wenn ich selbst von der Diskriminierung betroffen bin, ist es total wichtig, diese Person an gewissen Stellen zu Wort kommen zu lassen. Aber in der konkreten Diskriminierung, finde ich, ist es meistens wenig wirkungsvoll, wenn ich dann da einschreite, weil es dann heißt ja, das sagst du nur, weil es dich ja auch treffen würde. Und dann verliert das alles so ein bisschen seine Wirksamkeit. Und eben so, wenn Männer über Frauen urteilen, dass andere Männer einschreiten, ist es natürlich bei Fatshaming und allen anderen Strukturen eben eigentlich das Parallele, nur auf einer anderen Machtebene. Darf ich? Ja, cool. Ich wollte nochmal auf dieses politische Campaigning-Argument eingehen. Man muss es auch, glaube ich, ganz deutlich andersrum sagen. Man
vergibt sich halt extrem viel, wenn man gegen Überwachung ist, wenn man es nicht differenziert betrachtet. Das ist im Politischen so, je krasser man Gegensätze aufbaut und Schwarz-Weiß-Bilder malt, desto leichter sind die zu derailen. Desto leichter kann man von der reaktionären politischen Seite zum Beispiel dagegen vorgehen. Wenn sich alles im NSA-Untersuchungsausschuss um Snowden und sein Asyl dreht, dann beschäftigt sich halt niemand mit den Verträgen, die den Amerikanern erlauben, hier D6 Dinge zu tun. Ja. Das Gleiche mit der Freiheit statt Angst, du hast es erwähnt, ja, wenn man halt sagt, ja, das geht jetzt hier nicht um rassistisch verfolgte Menschen auf der Flucht, es geht hier um was anderes, dann ist es halt weniger divers, dann ist es halt leichter auch darüber hinwegzusehen. Das sind halt ein paar Verrückte, die malen halt die schwarze Welt und wir uns muss das nicht interessieren. Ja? Ja, das wollte ich noch sagen. Also ich wollte zum einen sagen, ich habe gerade vor ein paar Monaten meiner hochschwangeren Schwester einen Sekt mit O-Saft, damit sie nicht böse angeguckt wird, geholt, weil sie so böse einfach angeguckt worden wäre dafür, dass sie mal ein kleines Sektchen zum Abiball meiner Schwester trinkt, dass sie lieber mich geschickt hat, damit das nicht so auffällt. Und dann eben O-Saft rein, dann sieht es nämlich so aus, als wäre es halt O-Saft. Und das ist eine ganz heftige Geschichte, wenn man sich eben bewusst macht, erst recht, dass wenn es in Maßen ist und wenn man verantwortlich damit umgeht, es auch gar kein Problem ist, in der Schwangerschaft ein bisschen Alkohol zu trinken. Und das aber sofort unterstellt wird, du machst das ohne Maß und du bist, also da kommt ja auch sofort noch dieses du bist eine schlechte Mutter, dieses gute Mutter-Vorwurf und Ideal mit raus. Und das kann ich sehr bestätigen. Andererseits habe ich mit einer Arbeitskollegin gesprochen, die genau auch hochschwanger mit ihrer Ärztin, die sagte, ja, lassen Sie sich nicht von diesem Argument, Sie müssen ja jetzt für zwei essen, irritieren, essen Sie das, wonach Ihnen ist. Es gibt eben auch genau diesen Fehlglauben, dass es gut für mich ist, jetzt mehr zu essen, weil ich muss ja Kind und Verantwortung und so weiter. Deswegen fand ich das an der Stelle, das hängt ganz davon ab, ich möchte, dass meine Gynäkologin, wenn es falsch für meine Gesundheit oder die meines Kindes ist, irgendwie zu viel zu essen, möchte ich auch, dass sie mir das sagt. Deswegen fand ich das Beispiel schlecht, ich finde aber den Hinweis sehr, sehr gut. Und natürlich kann das ja auch in genau die Richtung gehen, ja, wie wirst du denn dann hinterher jemals wieder und so weiter. Und dann, ab dem Moment stimme ich dir völlig zu, ist es falsch. Ich würde gerne auch noch dafür werben, dass wir genau an solchen Stellen genau hinschauen, bevor wir uns sozusagen gegenseitig kritisieren. Was mich jetzt zum Beispiel bei dieser Sache mit Emma Watson so ärgert, ist, dass da hält eine Frau eine ganz gemäßigte, wunderbar rührende, aber eigentlich an sich sehr feministisch gemäßigte Rede und wird richtig heftig angegriffen von Maskus, die dann sich wieder rausnehmen, irgendwelche Nacktbilder zu veröffentlichen. Und anstatt, dass ein Aufschrei durch die Gesellschaft geht, dass sich empört wird darüber, wird noch darüber gesprochen, was sie jetzt in ihrem Vortrag hätte anders machen sollen und dass jetzt ja schon wieder alles nur um die Männer geht, weil die Kampagne ist ja He for She, dabei fordert die einfach nur dazu auf, Männer, das ist auch euer Thema, sehe ich auch jetzt nicht so viel falsch dran, kann man kritisieren, wenn das dann zu viel wird. Das Problem ist, dass wir dann zu sehr irgendwie uns gegenseitig kritisieren und nicht ganz klar vereinigt irgendwie in eine Richtung gehen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du die Huren noch erwähnt hast, die auf der FSA waren, weil es stimmt nicht, dass die Refugees nicht auf der FSA waren. Wir haben sogar von der Bühne um Unterstützung aufgerufen. Ich weiß das, weil ich dafür gesorgt habe, dass das passiert. Und ich weiß auch, dass Badalun und ich gerade damit beschäftigt waren, den Hurenblock noch ganz spontan in diese Demo reinzukriegen, während die Diskussion, wer denn auf dieser Bühne reden darf, völlig aus dem Ufer gelaufen war. Und dann die Frage kam, ja, die Refugees sollen auch noch einen Redeslot haben, während wir schon 5 Leuten sagen mussten, sorry, wir wissen, ihr macht wahnsinnig viel mit,
ihr könnt trotzdem nicht reden. Und dann entstand ein riesen Shitstorm um die Sache, sorry, da geht kein Redeslot mehr. Natürlich haben wir das Thema unterstützt. Und das finde ich so schade, weil das hat uns genau darin, die Huren noch auf die Demo zu bringen, völlig viel Kraft geraubt. Und es ist auch einfach dem Bemühen, was wir hatten, nicht gerecht geworden. Und deswegen finde ich es auch wichtig, an solchen Stellen auch untereinander erstmal davon auszugehen, es gibt vielleicht einen guten Grund, der mir noch nicht bekannt ist. Das ist so diese Grundsolidarität und erstmal nach diesem Grund zu fragen, bevor man sozusagen lieber auf die Leute, die einem viel näher steht, hauen, so wie Feministinnen jetzt immer Watson kritisieren, anstatt, also an der Stelle, dafür würde ich gerne mehr werben, weil es tut einfach weh, wenn man sich so dermaßen ins Zeug gelegt hat und dann so einen Tag vorher völlig ungerechtfertigt, auch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, Dinge klarzustellen, weil es einfach nur noch auch einen Shitstorm in die Richtung geben kann. Ich glaube, dazu würde ich lieber aktiv die Fresse halten. Ehrlich gesagt, da fand ich ganz viele Dinge problematisch dran und ganz viele Dinge privilegierten Tränen dran. Und ich glaube, das Thema Emma Watson, da könnte ich auch 3 Stunden drüber reden. Das sehe ich nämlich anders, aber ich glaube, das geht aus dem Rahmen. Was du gesagt hast mit deiner Schwester, da würde ich noch einhaken. Und genau das ist das, was ich meinte mit Ressourcen, die verloren gehen. Also das sind ja quasi Überlebensstrategien von Menschen, die Überwachung ausgesetzt sind, die halt Tricks finden, da drum rumzugehen. Und das gibt es natürlich im Großen auch bei den Themen, die ich angesprochen habe oder bei einzelnen Punkten davon. Das sind Ressourcen, die halt verloren gehen, wenn man Gruppen rausdrängt. Zum Beispiel eben auch, wie gehen wir denn um mit dem ganzen Schlamassel, den wir jetzt haben? Der steckt da in diesem Sektglasbeispiel quasi mit drin. Gibt es noch was? Ja. Ja, was mich so geflasht hat an der ganzen Geschichte jetzt und was eigentlich die Sache spannend macht, ist ja, dass wir auch diese Debatte neu führen müssen, weil wenn ich in dieser komischen Partei Infostände gemacht habe, gab es dann schon immer dieses kosmischen Partei, gab es dann immer diesen Vorwurf, nicht den Vorwurf, das Argument einfach zu sagen, ja, ich gehe aber nachts nach, wenn ich mit Freunden und Freundinnen in der Bar war, lieber einen Weg, wo Überwachungskameras sind, weil es mir diese Angst wegnimmt vor Übergriffen. Das heißt, wir haben irgendwie dann auch teilweise diesen in der öffentlichen Wahrnehmung teilweise diesen Gegensatz, dass der Staat oder staatliche Überwachung plötzlich als Heilsbringer gesehen wird gegenüber der Überwachung durch die Gesellschaft, oder durch die Gesellschaft, die ja hier angesprochen wird. Das heißt, das sind ja eigentlich auch politische, wo man ja auch wieder politische Lösungsstrategien finden muss. Also man kann es natürlich auch gleich eine Kampagne machen, was auch wichtig wäre, einfach für die Glaubwürdigkeit, weil das einfach nicht glaubwürdig ist, wenn man sich gegen Überwachung einsetzt, aber nur für die Leute, die einem ähnlich sind. Aber tatsächlich ist ja auch die Frage nach dem politischen Lösungskonzept an der Stelle, so dieser Gegensatz, der sehr praktisch ist, also den ich eigentlich da immer wieder höre. Klar, das ist natürlich ein Punkt. Das ist genau der gleiche Punkt wie die Leute, die sagen, wenn Parkplätze kameraüberwacht werden, dann wird mein Auto nicht aufgebrochen. Und das passiert ja trotzdem. Das ist ja genau die gleiche gefühlte Sicherheit, die nicht stattfindet. Und das ist genau die gleiche Argumentation, die halt die da verwendet wird und auch die gleiche Angst, die dahinter steht, die man ja politisch wegargumentieren könnte. Ist halt nur ein anderes Beispiel und vielleicht für manche Leute, die kein Auto haben, was sie auf dem Parkplatz stellen können, einfach ein zugänglicheres Beispiel. Ich kann dir da jetzt nicht widersprechen. Ja, es gibt Leute, die argumentieren so und da muss man sich mit auseinandersetzen. Oder wolltest du da jetzt eine Lösung von mir hören? Das ist richtig, kann ich auch nicht widersprechen. Das
ja, keine Parteistatements. Genau, dann sind wir 10 Minuten früher fertig. Das heißt, ihr seid 10 Minuten früher in der Mittagessenschlange. Herzlichen Dank nochmal, Jasna.